Ja, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesen zweiten Bremer Industriegesprächen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die wir in Kooperation mit dem Industrieclub Bremen durchführen. Mein Name ist Klaus Lemmertal und ich bin Professor im Fachbereich Physik hier an der Uni Bremen. Ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich Tim Kortzen, den Bremer Staatsrat für die Wissenschaften. Und ich freue mich auch, den DPG-Präsidenten Lutz Schröter hier begrüßen zu dürfen. Ich möchte auch gerne Herrn Heiner Heseler, der den Industrieclub Bremen hier vertritt, begrüßen. Und Herrn Fritz Merkle, der den Vortrag nachher moderieren wird. Und natürlich und ganz besonders Dr. Hans Königsmann als heutigen Redner, der aus Kalifornien zugeschaltet ist. Wir sind sehr geehrt, dass Sie, Herr Kortzen, sich die Zeit nehmen, hier bei uns ein Grußwort zu sprechen. Beim letzten Mal hatten wir den Staatsrat für Wirtschaft hier und heute ist die Wissenschaft vertreten, was ja auch zur inhaltlichen Breite und dem Anspruch der Industriegespräche passt. Ich finde es sehr schön und sehr wichtig, dass Politik und Naturwissenschaftler intensiv miteinander kommunizieren. Bitte sehr, Herr Kortzen. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Professor Lemmerzahl, Herr Dr. Merkle, sehr geehrter Herr Dr. Königsmann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie auch im Namen des Senats der Freien Hansestadt Bremen zum zweiten Industriegespräch des Industrieclubs und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft hier in Bremen und von wo auch immer Sie zugeschaltet sind, begrüßen. Und ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier sich eingewählt haben und freue mich sehr auf den Vortrag von Herrn Dr. Königsmann, der sich, glaube ich, aus Kalifornien heute dazu gewählt hat. Wir freuen uns, Herr Dr. Königsmann, auch sehr darüber, dass Sie den bremischen Ursprung Ihrer beachtlichen Raumfahrtkarriere nicht vergessen haben und kontinuierlich die alten Verbindungen zu unserer Hansestadt pflegen. Seitdem Sie, Herr Dr. Königsmann, den Start des Satelliten Bremsat 1994 als Programmmanager verantwortet haben, ist die Zeit auch in Bremen nicht stehen geblieben. Bremen hat sich in den letzten 30 Jahren zu einem beachtlichen Wissenschaftsstandort entwickelt mit der stark gewachsenen Universität Bremen, zwei Hochschulen in Bremen und Bremerhaven, der Hochschule für Künste und vier privaten Hochschulen verfügt unser Land inzwischen über eine sehr breit gefächerte Hochschullandschaft mit über 300 Studiengängen und fast 40.000 Studierenden. Die erste Exzellenzuniversität in Norddeutschland war 2012 die Universität Bremen und aktuell sichert das Zentrum für marine Umweltwissenschaften, das MARUM, mit dem Cluster der Ozeanboden als unerforschte Schnittstelle der Welt die Beteiligung der Universität Bremen an der Bund-Länder-Exzellenzstrategie. Und der Wissenschaftsschwerpunkt Meeres-, Polar- und Klimaforschung ist der bundesweit größte universitäre Schwerpunkt in den Meereswissenschaften. Aber natürlich haben wir das hervorragende Renommee Bremens als Wissenschaftsstandort auch unseren außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu verdanken. Im Bundesländervergleich hat das Bundesland Bremen im Verhältnis zu seinen Einwohnern die höchste Dichte an außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die meisten von ihnen sind inzwischen überregional verankert, gehören zum Beispiel zur Helmholtz-Gemeinschaft wie das AWI und die beiden DLR-Institute, zur Fraunhofer-Gesellschaft wie das IFAM, das MEWIS und das IWIS in Bremerhaven oder zur Leibniz-Gemeinschaft wie das ZMT, das IWT, das BIPS und das Deutsche Schifffahrtsmuseum. Und im Falle des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz befindet sich der mittlerweile zweitgrößte Standort hier in Bremen. Die Verbindung universitärer und außeruniversitärer Exzellenz mit der Anwendungsorientierung, das ist eine ganz besondere Stärke unseres Standorts, die mir auch persönlich sehr am Herzen liegt. Dieser Aspekt wird auch durchaus über die Grenzen Bremens hinaus gewürdigt, wegen der engen Beziehung zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Kultur und aber auch der Wirtschaft wurde Bremen 2005 vom Stifterverband zur ersten deutschen Stadt der Wissenschaft ernannt. Das bremische Wissenschaftssystem bietet aktuell
Insgesamt etwa 24.000 Arbeitsplätze ist damit ein sehr bedeutender Beschäftigungs- und Wirtschaftsfaktor in unserem Land. Sein hoher Wissens- und Technologietransfer drückt sich in der überdurchschnittlichen Forschungs- und Entwicklungsintensität aus. In Bremen ist der Anteil der gesamten Ausgaben für Forschung und Entwicklung bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt am höchsten im Vergleich der norddeutschen Bundesländer. Durch die Wissenschaft in Bremen wird jährlich ein Wertschöpfungsvolumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro generiert. Deshalb freue ich mich aktueller Einschub auch sehr, dass es uns gelungen ist, im gestrigen Eckwertebeschluss des Senats für den Haushalt sicherzustellen, dass die Weiterentwicklung des Wissenschaftsstandorts einer der herausgehobenen Schwerpunkte der bremischen Politik eben auch im Haushalt 2022 und 2023 bleiben wird. Für unsere Region ist vor allem der sogenannte Transfer über Köpfe essentiell. In unseren Hochschulen machen besonders viele Absolventen einen naturwissenschaftlich-technischen Abschluss, was hervorragend mit unserer industriell geprägten Wirtschaftsstruktur korrespondiert. Das spricht sich herum und zieht auch mittlerweile das eine oder andere mittelständische Unternehmen nach Bremen. Vor allem solche Unternehmen, die die Nähe zu jungen Fachkräften suchen, zum Beispiel auch aus dem IT-Bereich. Bei der Ausbildung von Fachkräften, aber auch als eigener Beschäftigungs- und Wirtschaftsfaktor, nimmt die universitäre und die außeruniversitäre Forschung und Entwicklung eine Schlüsselrolle im nationalen, regionalen Innovationssystem ein. Das gilt besonders für die Innovationscluster Bremens, die mit den hiesigen Wissenschaftsschwerpunkten starke Synergien erzeugen. Und so ist gerade die Luft- und Raumfahrt eben eine besondere Erfolgsgeschichte in Bremen geworden, die genau auf diesem Boden gewachsen ist. Ich erzähle Ihnen sicher nichts Neues, wenn ich sage, dass Bremen zu den bedeutendsten Luft- und Raumfahrtstandorten in Europa gehört. Neben Systemherstellern wie Airbus, der Ariane Group, OHB, ist im Land Bremen eine breit gefächerte Zulieferstruktur in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie eine exzellente Forschung und Entwicklung angesiedelt. Dieses international bedeutende Cluster mit rund 140 bremischen Betrieben hat ungefähr 12.000 Beschäftigte und setzt insgesamt rund 4 Milliarden Euro um. City of Space. Diesen Namen hat sich Bremen redlich verdient. Mehr als ein Drittel der Beschäftigten der deutschen Raumfahrtindustrie arbeitet in Bremen. Das stellt die höchste Luft- und Raumfahrtbeschäftigungsdichte in Deutschland dar. Und dass Bremen schon zweimal, zuletzt 2018, den Internationalen Weltraumkongress IAC ausgerichtet hat, zeigt, dass Bremen den Namen City of Space mit Stolz trägt. Zu den technologischen Kernkompetenzen des bremischen Raumfahrtstandortes zählen vor allem die Bereiche Exploration, Satellitenentwicklung und planetare Robotik. Projekte wie die Internationale Raumstation ISS, die Weltraumlabore Space Lab und das Nachfolgemodul Columbus, das automatische Versorgungsfahrzeug ATV, die europäische Trägerrakete Ariane, das Satellitennavigationssystem Galileo von OHB, der Bau von Umweltsatelliten und die Explorationsmissionen in Richtung Mars und Mond, all das ist doch untrennbar mit Bremen verbunden. Hightech-Produkte made in Bremen sind im All keine Seltenheit. Das kleinste deutsche Bundesland zählt etwas in Europas Luft- und Raumfahrtbranche. Wie kann das sein bei einem Bundesland mit etwa 660.000 Einwohnern? Die Antwort ist aus meiner Sicht relativ einfach. Wir haben kurze Wege, gelebte Interdisziplinarität, starke Kooperationen auf Augenhöhe und vor allem eines, nämlich Pioniergeist. Das ist der Spirit hier in Bremen. Und an der Weser macht das Zusammenspiel verschiedener Akteure aus Industrie und Wissenschaft den Erfolg aus. Nachwuchsförderung hat ebenfalls einen wesentlichen Anteil daran. Damit meine ich ganz konkret die beiden internationalen Masterstudiengänge Space Engineering und Space Sciences and Technologies an der Universität Bremen, ein Studiengang an der Hochschule Bremen für Luft- und Raumfahrttechnik und knapp ein Dutzend Lehrstühle speziell für die Raumfahrt. Die Universität Bremen ist eine von vier deutschen Universitäten, die reine Raumfahrtstudiengänge anbietet. Das Lehrangebot ist nicht nur interdisziplinär, sondern auch äußerst forschungs- und praxisnah. Durch die Kooperationsmöglichkeiten mit der in Bremen ansässigen Raumfahrtindustrie bestehen für den wissenschaftlichen Nachwuchs auch gute Karriereaussichten. Lieber Herr Dr. Königsmann, diese Entwicklung war vermutlich auch vor 30 Jahren schon in Ansätzen angelegt. Von Ihnen werden ganz sicher, und da freue ich mich sehr drauf, weitere
spannende Impulse auch für die weitere Entwicklung unseres Standortes kommen. Ich bin auf Ihren Vortrag, auf Ihre Erfahrungen wirklich sehr gespannt und wünsche Ihnen, uns allen, meine Damen und Herren, einen wirklich spannenden und anregenden Abend und danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kortzen, für das Grußwort und für die guten Nachrichten aus Bremen. Bevor wir nun zu dem Vortrag kommen, habe ich ein paar technische Hinweise. Nach dem Vortrag können Fragen beantwortet werden und Sie können die Fragen schon während des Vortrages stellen und unter F und A eintragen. Meine Kollegen werden diese Fragen dann einsammeln, auf eine Folie tun und dann nach dem Vortrag hier die Folie zeigen. Als zweites möchte ich auch jetzt schon mal hinweisen, dass, weil so viele da sind, dass wir einen nächsten Vortrag haben. Am 5. Mai haben wir als Gastredner Professor Mujib Latif vom GEOMA in Kiel hier zu Gast. Er wird über das Klima sprechen. Sein Vortrag hat den Titel "Ist unser Klima noch zu retten?" Also am 5.5. Vortrag von Herrn Latif. Und mir wurde gesagt, dass Sie sich schon anmelden können, wenn Sie wollen. Jetzt geht es aber erstmal um die spannende Raumfahrt. Ich übergebe nun an Fritz Merkle und bedanke mich nochmal bei Herrn Königsmann, dass er die Mühen auf sich genommen hat, hier einen Vortrag zu halten und bin jetzt sehr gespannt. Danke sehr. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Fritz Merkle. Ich war bis vor 2 Jahren im Vorstand der OHB SE. Seit 2000 in Bremen. Und das schließt auch gleich an, wo ich Herrn Königsmann das erste Mal kennengelernt habe. Aber zunächst einen schönen Abend Ihnen allen, meine Damen und Herren, Herr Kortzen, Klaus und vor allem Hans, dir auch nach Kalifornien einen schönen guten Morgen. Ja, Hans, wir haben uns kennengelernt, da warst du gerade bei SpaceX in Kalifornien, hast du angefangen, du bist nach Bremen zurückgekommen und bei OHB vorbeigekommen und wir haben ein Gespräch geführt, ob OHB nicht eine Falcon 1 für eine Mission kaufen könnte oder damit starten könnte. Nicht so haben wir uns kennengelernt. Es hat lange gedauert, bis es dann wirklich zu einer Geschäftsverbindung kam, aber Ende dieses Jahres werden 2 Satelliten mit der Falcon 9 von Vandenberg aus gestartet. Aber zunächst zu dir, in Berlin geboren, Hans, im Frankfurter Raum aufgewachsen, bist du dann zum Studium von Luft- und Raumfahrttechnologie nach Berlin zurückgegangen, deine Geburtsstadt, hast dort 87 dein Diplom-Ingenieur abgelegt und kamst danach nach Bremen zum ZAHM. Und das stellt die Verbindung jetzt auch zu Klaus Lemmerzahl, zur Bremer Universität her. Dort hast du an magnetische Lageregelung, Magnettalker gearbeitet und damit auch promoviert in der Fakultät für Produktionstechnologie, wo die Luft- und Raumfahrt angeschlossen war oder ist noch in Bremen. Ja, 1995 oder 94 warst du dann intensiv an der Entwicklung des BremSat beteiligt. Herr Kortzen hat es schon erwähnt. Der wurde ja dann 94 mit dem Space Shuttle gestartet. Sehr ungewöhnlich, dass ein Satellit dann eben aus dem Raumgleiter in den Orbit entlassen wurde. Er ist fast gut ein Jahr dann um die Erde gekreist und 95 in einem gewissermaßen kontrollierten Eintritt dann verglüht. Er hat viele Messungen gemacht im Magnetfeld, in Staub und vor allem auch im Temperaturprofil beim Wiedereintritt. Danach ist Hans Königsmann in die USA übersiedelt. Er war dann zunächst bei der Firma Microcosm, die Kleinsatelliten herstellt, aktiv. Und bei einem Raketenstart hat er dann Anfang der 2000er Elon Musk kennengelernt. Und der ihn dann von seinem Unternehmen begeistert hat. Und 2002 hast du bei SpaceX angefangen.
eine tolle Entwicklung, vor allem wenn man sieht, wie SpaceX eben als Unternehmen Anfang der 2000er entstanden oder als Start-up begonnen hat und heute die dominante Rolle bei Raketenstarts weltweit spielt und mit den Plänen Mond und speziell Mars von Elon Musk natürlich hier noch Größes zu erwarten ist. Wir sind alle gespannt, wie du das siehst, diese Entwicklung. Nicht, du hast bei SpaceX als der vierte technische Mitarbeiter angefangen, aber ich glaube, das erzählst du uns besser, wie das ist. Nicht, dein Vortrag ist vor allem in dieser Runde auch dieser Industriegespräche, DPG, Bremer Industrieclub, interessant, weil eben genau diese Verbindung Technologie, Wissenschaft, Technologie, Entwicklung, Unternehmertum dann und vor allem fortschreiten, Herr Kotzen hat es auch gesagt, entdecken neuer Dinge, Zukunftssicherung des Standorts, all das ist und was ich bisher von dir erfahren habe, ist es faszinierend, was eben du bei SpaceX gemacht hast und ich denke, wir können alle und auch viele Startups sind übrigens Deutsche heute hier zugeschaltet, gerade im Raketenbereich auch. Ich bin gespannt, was wir von dir lernen können. Ja, Hans. Ja, vielen Dank. Danke, Fritz. Schönen guten Abend nach Bremen und wo immer Sie eingewählt sind. Und ich wollte sagen, es ist eine große Ehre für mich, heute zu Ihnen sprechen zu können und zu erzählen, was ich zu präsentieren habe. Ein paar Einschränkungen. Ich bin nicht in einem Tonstudio, ich bin bei mir zu Hause. Da kann die Müllabfuhr vorbeikommen oder irgendwelche anderen Geräusche treten. Ich bitte das zu entschuldigen. Mein Deutsch ist ein bisschen rostig, eingerostet, würde ich dazu sagen. Also, du müsst das entsprechend entschuldigen. Dann fangen wir mal an. Ja, mein Vortrag geht größtenteils über Launcher oder Raketenentwicklung und fasst so ein bisschen zum einen die Geschichte von SpaceX und auch unter meiner Perspektive natürlich zusammen. Und auf der anderen Seite versuche ich das eben auch entsprechend zu extrapolieren und so ein bisschen die Prinzipien, die wir haben, herauszustellen. Ich habe über die Jahre öfter die Frage bekommen, vor allen Dingen aus Deutschland, wegen der Herkunft halt, was macht ihr, was ist anders bei euch gegenüber anderen Firmen oder ihr was anderes? Und ich habe lange Zeit damit Probleme gehabt, diese Frage gut zu beantworten. Ich bin auch ziemlich sicher, dass es immer noch nicht ganz klar ist, ja, aber ich habe zumindest so ein bisschen Ansatz davon mittlerweile, was uns beim Erfolg geholfen hat. SpaceX baut Raketen und Satelliten. Wir bauen auch Dragon, also die Kapsel, die zur internationalen Space Station fliegt. Und was noch? Wir bauen mittlerweile auch sogenannte User Terminals. Ich werde darauf auch ein bisschen eingehen. Ja, also wir haben im Prinzip angefangen mit Raketen und sind dann immer in andere reingegangen. Zwei gegründet war das Ziel und ist auch nach wie vor noch das Ziel, dass wir das multiplanetare Leben ermöglichen wollen. Multiplanetar heißt in dem Fall halt Mars. Elon Musk ist der Founder von SpaceX und hat die Entwicklung am Anfang finanziert. Und sein Ziel ist es, zum Mars zu kommen, auf dem Mars eine Siedlung zu etablieren, die groß genug ist, dass sie dann auch selbst von alleine leben kann. Das ist natürlich ein Ziel, aber das ganz große Ziele sind besser als dann sehr die dabei fokussiert sind. Heute sind wir soweit, dass SpaceX startet als jede andere Privatfirma. Wir sind im Prinzip einzige Organisation, die mehr startet als wir, ist China. Das Bild da unten ist eine landende Falcon 9, die gerade dabei die Beine sozusagen ausstreckt.
zur Entwicklung von SpaceX. Es hat uns ein paar Jahre gedauert, bis wir zum ersten Mal im Orbit waren. Am 28. Dezember 2008 war der erste Start der Falcon 1. Ich werde ein bisschen über die Falcon 1 auch später noch erzählen. Das war so das, woran ich am meisten gearbeitet hatte da. Und der erste Start in den Orbit ging schon für mich so eines der Höhepunkte. Zwei Jahre später hat die Falcon 9 gestartet und der erste Start war erfolgreich und ging direkt zum Orbit. Das war schon auch eine Überraschung für mich. Dann zwei Jahre später haben wir das mit Dragon, die erste Kapsel gehabt, die ISS besucht hat, gedockt hat. In dem Falle war es noch kein Andocken, es war ein Unberthing, aber das sind Details. Wir haben dann zwei Jahre später einen Vertrag bekommen mit der NASA. Der in eine Crew oder eine bemannte Kapsel umgebaut hat und auch dementsprechend Änderungen vorgenommen hat und die Rakete, das sogenannte Man-Rating, sicher für die bemannte Raumfahrt zu machen. Und dann in Parallel haben wir an der wiederverwendbaren Raketen gearbeitet. Eines der Prinzipien, mit denen SpaceX billiger als andere Launcher sein wollte und auch heute ist. Und die erste Landung ist uns am 15. Dezember 2015, also ein bisschen über 5 Jahre her. Das von da an ist auch mit der Wiederverwendbarkeit aufwärts. Wir haben zwei Jahre später einen Start gehabt mit einem, der geflogen ist. Und das war tatsächlich gestern das sind jetzt 4 Jahre her. Der Satellit war ein kommerzieller Kommunikationssatellit von SES aus Luxemburg. Ein Jahr später haben wir Falcon Heavy eingeführt. Falcon Heavy ist im Prinzip eine 3 Falcon 9. Der größte funktionierende Launcher im Moment. Also der fliegt. Und dem ein paar Mal geflogen. In diesem Jahr werden wir auch Falcon Heavy wieder machen. Dann 2019 das erste Mal mit der Nord Dragon Capsule an der ISS angedockt. Das Andocken passiert autonom. Das heißt, keiner an Bord, der irgendwie was, das ist alles über Computer und die entsprechende Sensorik verarbeitet. Der Unterschied zwischen der Dragon 2 Capsule, also der Capsule und der Cargo Capsule, dass die Capsule direkt andockt an die Station, also das ist diese Schleuse. Davon gibt es 2, die für passen. Wohingegen diese Version, die macht ein sogenanntes Birthing. Das besteht darin, dass man das Dragon sozusagen neben der Raumstation liegt und dann mit dem Arm der Raumstation gegrappelt, ist das richtige Wort, sozusagen festgemacht wird. Und dann bringt der Arm die Kapsel sozusagen an einen anderen Port. Das ist nicht das gleiche wie der Docking-Port oder Port, der den Vorteil hat, dass er größer ist, also ungefähr ein in der Diagonalen, wohingegen die Docking-Ports auch klein sind. Also der Vorteil ist, dass der größer ist, der Nachteil ist, dass man dafür braucht, um daran anzudocken. Ich habe dieses Slide nicht mehr updaten können in der Zeit, aber ich habe unten an der Hingegen im November haben wir zum ersten im November 2019 haben wir angefangen, unser Port-Fairing auch wieder zu benutzen. Oftmals übersehen, aber es ist durchaus auch ein Entscheidung für uns. Im Januar 2020 der größte Satellitenoperator geworden mit
ich weiß nicht mehr genau, wie viele wir damals in Orbit haben. Heute haben wir 1200 ungefähr. Im Mai 2020 sind wir dann die erste private Firma, die Astronauten zur Space Station geschickt hat. Und im November, also nicht mehr her, haben wir die erste operationelle Crew zur Space Station geschickt, die immer im Moment oben ist. Die Crew ergänzt durch die, also Crew 1, Crew 2 ist alles, die im April, momentan am 22. April zu starten. Und wenn Crew 2 dann an der Station ist, dann wird Crew 1 wieder zurückfliegen. So viel zur Entwicklung von SpaceX. Ich habe jetzt ein Video. Ich werde mal probieren, wie das funktioniert. Das läuft. Es ist tatsächlich ein YouTube-Video. Von daher werde ich mal kurz umschalten und dann werden wir sehen, ob wir das gut hören können und auch gut sehen können. 3, 2, 1. Alle Starts zusammen. In einem kurzen Video. Das ist Falcon 9. Und Liftoff at the Falcon 9. Falcon 9 has cleared the tower. Der erste Flug von Vandenberg. First stage propulsion, we'll see them. Good job, two rock on those stages. Propulsion is nominal. Ich hoffe, man konnte das gut sehen. Die Abstände waren so, wie die Abstände zu den Starten auf eine Minute skaliert, sodass man so ein bisschen davon die Idee, die Dinge am Anfang langsamer waren. Wir haben alle halbe Jahr gestartet und dann alle Monate. Und im Moment starten wir teilweise jede Woche oft zwei Tage zwischen den einzelnen Starts. Also die Startanzahl ist erheblich gestiegen über die Jahre. Ja, meine persönliche Geschichte, Fritz hat ja schon ein bisschen erwähnt, meine Herkunft sozusagen aus Deutschland zwischen Frankfurt, Berlin und Bremen. In Bremen hatte ich die Gelegenheit, an Bremser zu arbeiten. Das war, für mich war das so ein bisschen das absolut perfekte Job für 6 oder 7 Jahre. Ich hatte Gelegenheit, OHB hatte damals die Ausführung von dem Satelliten und die Gelegenheit, auch die Zusammenarbeit zwischen Industrie zu erlernen. Ich habe viel davon gelernt, sowohl von Herrn Professor Rath damals als auch von Herrn Fuchs. War eine große Zeit für mich, um dabei zu lernen, was ich dann später entsprechend einsetzen konnte. Ne? Und Los Angeles war so ein bisschen Zufall für mich. Ich hatte ein Angebot bei einer kleineren Firma über 2 Jahre, da war ein Visum involviert. Und ich dachte mir, für 2 Jahre, das hört sich klasse an, das ist eine und das machen wir mal. Daraus ist halt ein Jahr mehr und noch ein Jahr geworden. Das ist jetzt 25 Jahre her. Und hat sich also entsprechend auch sehr, sehr gut wie auch Fritz erzählt hatte, ich bin damals in Elon Musk reingerannt an einer Veranstaltung, die war Privatprinzip, am Wochenende in der Mojave-Wüste. Und hat er mich später angerufen und gefragt, ob ich interessiert wäre, bei SpaceX mitzuarbeiten. Die Firma ist im März gegründet worden. Ich bin im 2002 dazugekommen. Ich war der 4. Ingenieur und wir waren da insgesamt
7 Leute. Und ich habe die Firma gesehen, wie sie über 3 Größenordnungen gestiegen ist, gewachsen ist. Und heute sind wir irgendwas wie 8.000, 9.000 Leute. Ich weiß gar nicht genau, was die richtige Zahl ist. Ja. Ich war lange Zeit Vice President für Avionics, also für alles, was elektronisch ist. Ein bisschen auf der Systemebene, es war Elektronik, so wie Guidance and Control, was eigentlich mein Gebiet ist. Und es war auch Software. Ich habe viel mit Fans gearbeitet, hands-on. Ich habe auch selber Tests durchgeführt, selber im Hangar gearbeitet. Noch mit meinen Händen gearbeitet. Ich habe viel gearbeitet, die erfolgreich zu machen, und habe im Prinzip als sogenannter Launch Chief Engineer am Anfang gearbeitet, und später wurde das meine Rolle aus der Avionics in die Launch Chief Engineer gegangen, und daraus wurde später der Vice President für Build and Flight Reliability. Flight Reliability sind sozusagen größtenteils die Launch Chief Engineers, das ist jetzt eine Abteilung. Und Build Reliability ist Qualitätskontrolle und auch Prozessentwicklung. Seit 2012 hatte ich das, bis vor kurzem, bis im Februar. Und im Februar habe ich dann entschlossen, dass ich jetzt zurücktrete und mein Nachfolger als VP für Build and Flight Reliability ist Bill Gerstenmaier, auch sehr bekannt. Wirklich, ich bin sehr froh, dass er meine Nachfolge da macht und auch das entsprechend noch vorantreiben wird. In guten Händen. Und ich kann jetzt auch so ein bisschen langsamer bei SpaceX zurücktreten sozusagen. Und ich bin momentan dabei, Halbzeit SpaceX zu arbeiten, damit ich auch eben so Sachen wie das hier zum Beispiel auch machen kann. Mir liegt am Herzen, dass alles, was wir lernen, auch entsprechend wieder behalten, so dass es nicht vorangehen, dass Space immer sich daran erinnert, wo wir herkommen, dass unsere Sachen, die schiefgegangen sind, daran erinnert, mit dem Hintergedanken natürlich, dass dann das nicht normal macht, dass man die Fehler sozusagen nicht wiederholt. Und davon auch entsprechend lernen. Das ist eines der Dinge, die mir sehr wichtig sind. Ja. Und dann liegt mir eben auch entsprechend viel daran, dass man sowohl die Produktion als auch die Operation kontinuierlich verbessert und dementsprechend auch sicherer macht. Wir sind in einer Phase, wenn man das jetzt verbessert, dann kann das entsprechend auch in die richtige Richtung gehen und die Weichen für Mars und Mond in der Zukunft auch entsprechend stellen. Und das ist das, was mir wichtig ist. Kurz zurück zu SpaceX. Wir haben angefangen in Los Angeles. Ich habe angefangen in dem Ford El Segundo. Und mittlerweile sind wir in Hawthorne. Hawthorne ist in der Mitte, nicht weit von dem Flughafen LAX. Und da ist das Hauptquartier von SpaceX, was man auch auf der rechten Seite da sehen kann. Ich weiß nicht, ob man meine Maus sehen kann. Ich glaube nicht. Wir haben drei Startorte. Wir haben einen Startort am Cape in Florida, sowohl Cape Canaveral als auch Kennedy Space Center. Das sind tatsächlich, ist das ein Gebiet. Das ist die Grenze zwischen Kennedy Space Center, was von der NASA kontrolliert wird, und Cape Canaveral Air Force Station, was von der Air Force das ist ja keine richtige Grenze, das ist nur auf der Karte sozusagen zu sehen. Und wir haben einen Startort sowohl bei KSC, wir haben den Startort 39A, das ist der alte Apollo- und Shuttle-Startort, sehr, sehr historisch und auch mit sehr viel erfolgreicher Geschichte. Auf Cape Canaveral haben wir LC-40, das ist das alte Titan-Startort. Dann haben wir auf der anderen Seite des Landes, also auf der West Vandenberg Air Force Station, einen Startplatz, auch den alten Titan-Startort.
Dann in Sachen Start, wir sagen oder auch Boca Chica, das sieht man unten rechts, das ist unser Startplatz für das Starship. Das ist ein privater Startplatz, da war vorher im Prinzip nichts, keine Air Force oder NASA vorher, das haben wir selber entwickelt. Und dann, um das Bild noch vollständig zu machen, haben wir Produktionsanlagen, wie gesagt, in Holland. Wir haben auch Anlagen in Produktion in Redmond, neben Seattle. Wir haben eine Testfacility in McGregor, das ist in der Mitte von Texas. Da testen wir unseren Motor und auch unsere Stufen. Wir haben ein Office in Houston und natürlich auch immer ein Office in Washington, D.C. Und das ist so ähnlich, wie wir gewachsen sind über die 20, nicht ganz 19 Jahre, die wir bisher existieren. Unsere Raketen zum Vergleich, also da ganz links ist ein Mensch in der richtigen Größenordnung. Daneben ist Falcon 1. Falcon 1 war eine Rakete. Ich sage immer, man konnte die Arme drumherum kriegen. 6 Füße sind nicht ganz 2 Meter, 1,80 Meter ungefähr Durchmesser und auch entsprechend nicht besonders groß. Nicht mal das in der Größe, ich glaube, es ist mehr als 20 Meter. Ich habe leider auch sehr oft die Füße noch im Kopf, aber statt die Meter. Falcon 9 auf der anderen Seite war dann auch größer, der Durchmesser 12 Füße oder dementsprechend 12 Füße sind etwas mehr als 3 Meter. Und in der Höhe her war sie 70, ist sie 70 Meter groß. Das ist die Version mit Fairing, also mit der Entkapselung für einen Satelliten. Auf Falcon Heavy direkt daneben kann man sehen, dass es im Prinzip gebündelte erste Stufen sind von der Falcon 9. Die gleiche zweite Stufe und das gleiche wie Falcon 9 mit dementsprechend größerer Nutzlastkapazität. Und dann der nächste Schritt ist Starship mit 9 Meter Durchmesser, was auch schon gewaltig, kann man nicht mehr richtig über die Straße transportieren. Und dann 106 Meter Höhe. Das ist eine etwas älteres Bild davon. Mittlerweile sieht das etwas anders aus, aber es soll auch nur da sein, um Größenordnung zu geben. In Sachen Nutzlasten. Auf der rechten Seite alles in Tonnen, also eine halbe Tonne oder etwas weniger noch für Falcon 1. Dann Falcon 9, wenn man sie wieder benutzt, ist um die 18 Tonnen herum. Sie dagegen expendable, also nicht wieder benutzt, dann ist das entsprechend höher. Falcon Heavy, wieder benutzbar 30 Tonnen und dann Starship ist voll wieder benutzbar und weit über 100 Tonnen pro Start entsprechend. Ja, kurz zur Falcon 1 oder die Story Falcon 1. 1000 Pfund, amerikanische Pfund war damals unser Ziel, das sind 450 Kilogramm ungefähr. Und wie ich schon gesagt habe, klein genug, dass man die Hände drum kriegen kann oder auch entsprechend, dass man dann als Firma das entsprechend entwickeln kann, ohne halt groß zu investieren in die Logistik, um die Rakete zu bewegen. Die Treibstoffe waren LOX, flüssiger Sauerstoff, Liquid Oxygen und Kerosin. Das ist eine spezielle Kerosinart, das nennt sich RP-1 für Rocket Propellant 1. Aber im Prinzip ist es sehr ähnlich wie das Flugzeug Kerosin. Relativ traditionell in den Technologien, die wir gewählt haben. Kerosin ist eigentlich auch relativ traditionell. Dann die Motorenentwicklung, das sind die sogenannten Merlin-Motoren, haben wir selber unternommen und auch dann seitdem sehr strategisch weiterentwickelt. Die ersten 3 Starts sind Klagen, und zwar vor allen Dingen Fehler gemacht im Design und auch Fehler in der Operation. Die Starts waren damals, es ist eine etwas längere Geschichte auch, aber wir haben damals von einer
Kleisel im Pazifik gestartet, was man im Bild sehen kann. Das ist die Insel Omelek. Die gehört zum Kwajalein Atoll dazu. Die Insel ist sehr klein. Kwajalein ist ein bisschen größer. Also die Hauptinsel hat etwas mehr als 1000 Einwohner. Und zu dieser kleinen Insel muss man halt jeden Morgen mit dem Boot fahren. Das waren 20 Meilen, ironischerweise ziemlich genau mein Commute, was ich auch hier habe. Und da haben wir also einige Jahre verbracht, aufzubauen, die Rakete zu testen und dann auch entsprechend zu fliegen. Nach den drei Fehlschlägen gab es dann den ersten erfolgreichen Start 2008. Das war für mich so ziemlich der Höhepunkt damals, obwohl es noch danach noch einige Steigerungen noch gab. Aber der erste Flug in Orbit mit etwas, was man mehr oder weniger selber gebaut hat, ist schon durchaus bemerkenswert. Rechts oben der Start, sozusagen aus der ganz, ganz nah. Und dann unten rechts ist eine Buchempfehlung. Das Buch heißt Lift, gibt es in den USA seit einigen Monaten. Ich glaube, es gibt es auch in Deutschland, aber es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis man eine deutsche Version kriegt, wenn es überhaupt mal passiert. Wie ist meine persönliche Buchempfehlung? Es hat auch relativ viel von der Geschichte SpaceX und auch von mir entsprechend da drin. Falcon 9 aufgebaut, hat Mitte davon genommen, zum Beispiel den Motor, den Merlin-Motor, und war dafür designt, dass es also etwas mehr auf den Markt zugeschnitten ist. Vor allen Dingen für niedriger Geo, Low Earth Orbit oder Geo Transfer Orbit, GTO. Das sind also kommerzielle Satelliten. Dragon und Crew kann man damit fliegen. Und dann eben entsprechend mit Falcon Heavy. Das hat Falcon 9 also bewiesen, dass es sehr modular ist und sehr, sehr flexibel, was also verschiedene Payloads und verschiedene Orbits und verschiedene Ausnutzungen entsprechend angeht. Das Hauptziel war allerdings die Wiederverwendbarkeit. Und nur Wiederverwendbarkeit, sondern auch Wiederverwendbarkeit schnell geht. Also der Shuttle war ja in dem Sinne auch wiederverwendbar, aber es hat entsprechend Monate gedauert. Shuttle wurde auseinandergenommen, beziert, wurden Sachen ausgetauscht. Und das war was wir von Anfang an gesagt haben, was wir nicht haben wollen, was wir also wir wollen schnelle Wiederverwendbarkeit haben. Wir wollen sozusagen mehr wie ein Flugzeug sein, was also am Flugplatz im Prinzip betankt wird. Da geht vielleicht mal nach rum und checkt alles und dann geht es eben wieder weiter, nicht? Und das ist so unser Ziel gewesen, weil eines der Probleme von Ford ist die hohen Kosten von einer Rakete. Und die hohen Kosten von der Rakete kommen halt auch daher, weil wir immer noch Raketen nach jedem Start wegschmeißen. Falcon 9 sollte das ändern und Falcon 9 hat das auch geändert. Erste Stufe davon ist neunmal wiederverwendet. Wir haben eine Stufe, die ist neunmal geflogen und 10-mal im nächsten Monat durch. Das Ziel war nicht 10-mal und mittlerweile sind wir so weit, dass wir also sagen, wir wollen ein bisschen weiter damit und ein bisschen öfter fliegen als nur 10-mal. Wir verwenden auch unsere Fairings wieder. Die Fairings sind die Schutzhüllen um den Satelliten herum und die landen dann mit einem Fallschirm im Wasser und wir fischen sie auf und spülen sie ab mit Wasser und dann gehen sie entsprechend auch in die Wartung und werden wieder hergestellt. Aber auch der Zeitraum geht relativ schnell. Und wir haben auch schon einige Fairings, die mehrmals benutzt wurden, vor allem unsere Starlink-Mission. Hardware
mehrere Male zu fliegen und wiederwenden, hat Vorteile nicht nur mit den Kosten, sondern auch in Bezug auf die Zuverlässigkeit. Man sieht sozusagen, wo er belastet ist. Man kann sehen, wenn da so Cracks, also man sieht Spuren, sagen, wo von höherer Belastbarkeit, wenn Sachen anfangen, Spalten und Cracks zu haben. Und dann kann man dementsprechend auch Änderungen vornehmen. Man sieht, wenn wenn Sachen lecken und oder wenn es so Brennspuren gibt. Das sind alles also Hinweise auf Sachen, die man verbessern muss. Und ich muss sagen, eines unserer Prinzipien war eben, dass man also ständig eine Liste hat, was kann verbessert werden, was muss verbessert werden und die auch entsprechend vorsichtig dann, aber auch umsetzt auf in den Raketen, die halt wieder neu gebaut werden müssen. Zum heutigen Zeitpunkt haben wir 113 Starts. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob der letzte Start dabei ist, oder das ist zumindest die Zahl für heute Abend. 113 Starts, 75 Landungen und 55 wiedergeflogene Raketen. Das ist aus der Perspektive von einige Jahre, nachdem wir das angefangen haben, schon durchaus, ich muss sagen, dass ich bin selber erstaunt, wie hoch die Zahlen sind und wie viel wir unsere Raketen wiederverwenden und wie erfolgreich wir damit sind. Ich bin eigentlich, zumindest als wenn ich als Launch Chief Engineer arbeite, dann bin ich eigentlich fast an dem Punkt, wo ich sagen will, eine Stufe zum oder dritten oder vierten Mal fliege, dass ich die Stufe besser, als wenn das eine neue Stufe ist. Also als Launch Chief Engineer bevorzuge ich eigentlich eine Stufe, die schon mal geflogen ist. Gibt so ein bisschen ähnlich wie ich glaube nicht, dass das Problem ist mit dem Auto, wenn das Auto aus der Werkstatt kommt, aber mit dem Flugzeug aus der Werkstatt ist auch so ein bisschen was Ähnliches. Der erste Flug ist ein Testflug, wo man checkt, dass alles noch funktioniert und danach fliegt man alles ist wieder gut. Aber die Wiederverwendbarkeit macht sozusagen den zweiten, dritten, vierten Flug, fünften Flug sicherer als den ersten Flug. Ja, ganz kurz ein bisschen technisch, wie wir das machen mit der Wiederverwendbarkeit. Das ist wir landen sowohl auf sogenannten Drone Ships, das ist im Prinzip eine Barge, also automatisch die Station hält und da bleibt, wo sie sein soll. Das ist wie wir das machen, wenn wir beim Drone Ship landen. Man sieht also die normale Bahn, wo sich die Stufen trennen, dann drehen wir die erste Stufe herum, im sogenannten Flip-Manöver. Wir machen einen kleinen, was nennt sich Boost-Back-Burn. Der bringt sozusagen den Landepunkt ein bisschen weiter näher zum Land. Dann machen wir einen Burn. Der ist sozusagen genannt, wenn der Wiedereintritt ist. Und dadurch hilft sozusagen, Eintritt ist ein aktiver Wiedereintritt, der die Belastung relativ gering oder für die Stufe. Dann wir die Stufe tatsächlich aerodynamisch, kleine Flügel oder kleine Dienst an der Rakete dran. Im letzten Moment wieder die Werk oder Eintriebwerk und landen auf dem Droneship. Die Landung ist schnell, muss man sagen. Der Sinn der Sache ist halt, Treibstoff zu verschwinden und eine Landung oder langsam in der Luft zu hovern sozusagen, kostet sehr viel Treibstoff. Gut, also wir waren dabei, wie die landet. Ich hatte im Prinzip beschrieben, dass die Landung Vollbremsung ist, weil dann braucht man am wenigsten Treibstoff. So vorstellen, dass die Rakete sozusagen runterfällt und dann, wenn der Motor zündet, das ist im Prinzip wirklich mit, da sind einige G-Vorgänge eben auf die Rakete wirken, bis zum letzten Moment sozusagen, bis zur Landung und dann wird der ausgeschaltet. Das ist ein ziemlich aufregendes Manöver, würde ich sagen. Es war Sachen, wo ich immer noch die Luft anhalte bei den Starts und das nach eben 100 Starts.
ist, wie gesagt, wir sind wir haben diese Landungen verfeinert über viele Versuche und sind mittlerweile dabei, das also auch schon bei Wind und Wetter erfolgreich durchzuführen. Die Landung auf dem Land ist im Prinzip ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass der sogenannte Iceberg Burn, der bei der Droneship-Landung nur die Landung ein bisschen verschiebt. Das ist ein etwas längerer Burn, also es geht über 20 Sekunden etwa und bringt die in der Bahn zurück, wie das hier so entsprechend auch versucht ist zu zeigen. Dann der Entry Burn, also der Burn, der bei meinem Re-Entry ist, der ist ziemlich genau der gleiche. Und der Land Burn ist im Prinzip gleich. Wir haben auf unseren Startplätzen auch Landezonen. Die Landing Zone 1 ist im Prinzip die am meisten benutzt wird vom Cape. Das ist das alte Slick 13, ist auf Cape Canaveral, auf der Cape Canaveral Seite. Und der Vorteil, wenn man auf Land landet, ist natürlich, dass die Rakete weniger den Elementen ausgesetzt wird. Es gibt keine Schaukelei auf dem Weg zurück. Die Vision ist geringer und vom Zeitlichen her, alles, was man ist, wir bringen die Rakete in den Hänger, inspizieren sie und gehen halt den Prozess da durch und starten. Das heißt, Landungen sind im Prinzip zu bevorzugen für die Wartung und dafür, wie wir das auch immer vom Prozess her machen. Die Wasserlandungen auf der anderen Seite sind besser für die Performance. Ja, Falcon Heavy ist im Moment die stärkste operationelle Rakete, die erhältlich ist. Im Februar 2018 hatten wir den ersten Start. Wir können damit direkt auch in den geostationären Orbit Satelliten aussetzen. Das war eines der Ziele und sozusagen auch den sogenannten Apogeums-Burn damit machen. Oder wir können halt entsprechend doppelte Payload auch direkt nur in den Geotransfer-Orbit aussetzen. Hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt damit, dass wir einen Tesla Roadster damit gestartet hatten am Anfang und in Richtung Mars geschickt haben. Nicht direkt zum Mars, sondern nur zum Mars-Orbit. Also einfach nur als Demonstration zu zeigen, dass wir auch bis zum Mars, aber natürlich haben wir nicht darauf gewartet, dass Mars auch entsprechend an der Stelle ist. Das Video ist auf dem nächsten Slide, glaube ich. Können wir mal zum nächsten Slide gehen? Ja, da ist auch der Link. Gut, dann versuchen wir mal das von Deutschland aus hier zu zeigen. Ich muss sagen, das Video ist das beste Video, was je gemacht wurde von SpaceX. Na, vielleicht eines der zwei besten. Ja. Ist sehr emotional und zeigt sehr deutlich auch, warum wir machen, was wir machen. Also wollen wir mal probieren, ob das funktioniert. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. Her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show.
Das Video ist 25 Millionen Mal gesehen worden. Das zeigt mir so ziemlich, dass jeder daran Interesse hat, was wir machen, oder fast jeder. Und wie wichtig es ist, dass wir unsere Raumfahrt vorantreiben und auch tatsächlich dann zum Mars irgendwann eines Tages mal kommen. Das sind tatsächlich eigentlich nur Zahlen. nur als Anhaltspunkt, wir haben vorhin schon ein bisschen die Zahlen gesehen, von daher will ich einfach mal zum nächsten Slide gehen hier. Genau, kurz zu Commercial Crew. Das ist das neue Crew Dragon. Und das sind die beiden Crews, die beiden Astronautenteams, die wir bisher hochgeschickt haben. Oben rechts Bob Behnken und Doug Hurley ist der vordere. Das ist im Prinzip ein NASA-Start, wo NASA kommerziell die Rakete von uns kauft oder mietet, ist tatsächlich das richtige Wort dafür. Und wir sind mittlerweile dabei, halt die Astronauten hochzubringen zur Station. Das war ursprünglich mal im Wettbewerb mit Boeing. Boeing wird irgendwann auch mal dahin kommen, dass die Astronauten fliegen. Aber momentan, dadurch, dass es so wie die Entwicklung halt war, ist es halt, dass wir momentan in diesem Jahr zumindest die Versorgung der Station alleine übernehmen, was die Astronauten angeht. Bei Cargo teilen wir uns die Versorgung noch mit Orbital. Ja, Crew Run ist im Moment an die Station angedockt und wartet auf Crew 2, bevor sie wieder zurückkommen. Ich habe viel mit Crew 1 gearbeitet. Ich kenne alle sechs Astronauten ziemlich gut. Ist schon irgendwie was anderes, wenn man eine Astronauten fliegt und die Verantwortung ist einfach so viel größer dabei. Wir haben private Missionen, die in Kürze fliegen werden. Die erste davon ist die sogenannte Inspiration 4. Jared Isaacman leitet im Prinzip die Dragon-Kapsel dafür, gekauft und hat seine Crew dann selber zusammengestellt. Das ist eine Zusammenarbeit gewesen, auch mit dem St. Jude Hospital. Das ist das war gegenüber Donations, also Spenden. Von den Spendenaktionen wurde jemand gezogen, der dann sozusagen das Crew-Member wurde. Und auch eine klasse Sache geworden. Wird im September oder Oktober starten. Und dann haben wir noch, last not least, haben wir eine Mission zur Space Station. Das ist mit der Faxium, die Crew zusammengestellt hat. Und das ist auch in Kooperation mit NASA. Aber das sind auch private Astronauten, die dann halt eine Woche, ich weiß nicht genau, wie viele Tage das sind, eine Woche ist und die Hausnummer, oben bleiben und dann wieder zurückfliegen. Also das sind schon Entwicklungen, die sind jetzt auch tatsächlich da, die ich als Raumfahrttourismus bezeichnen würde. Nächster Slide. Ja, das ist das Video. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit für das Video haben, deswegen genau, lass uns Bob und Doug vor der Rakete. Ich würde sagen, wir gehen weiter und gehen zum nächsten Slide. Genau, Starlink, weil die Demo 2-Mission, das Video ist auf YouTube, jeder kann sich das gerne anschauen. Es ist ein bisschen lang, es ist 3 Minuten lang, aber es ist auch sehr, sehr emotional. Starlink ist eine Konstellation von Satelliten, die Breitbandinternet weltweit, also bis auf geografische Breite von 55 Grad momentan noch, langfristig auch länger auf den Polkappen verfügbar sein. Und der Trick daran ist vor allen Dingen, dass die Latency, also die, was ist das deutsche Wort,
die Verzögerung sehr gering ist. Ja, also es ist sozusagen, es soll so sein wie zu Hause mit einem normalen Anbieter. Ja. Wir haben 1200 Satelliten im Orbit. Wir schaffen 60 Satelliten pro Start drauf. Das ist das rechte Bild. Das sind die Satelliten aufeinander gepackt, sozusagen wie Matratzen, die dann oben zusammengehalten werden. Und man sieht dann, wie sie losgelassen werden. Und dadurch, dass sich die Oberstufe dann in dem Moment auch dreht, fliegen die Satelliten dann auch sehr langsam weg und teilen sich halt entsprechend auf. Die Satelliten sind am Anfang sichtbar, vor allen Dingen, wenn sie alle zusammenbleiben. Langfristig haben wir Änderungen gemacht, damit sie eben nicht mehr sichtbar sind. Das war eines der Kritikpunkte, die wir dann auch entsprechend zu Herzen genommen haben und dann auch die Änderungen gemacht haben. Die Satelliten haben Triebwerke und bewegen sich in die richtige Position, haben auch ein System, was dafür sorgt, dass die nicht ineinander fliegen und dass sie um andere Satelliten herumfliegen. Falls irgendwann mal was schief geht, entsprechend werden die Satelliten auch runtergenommen, also entsprechend deorbitet. Wenn sie komplett kaputt sind, dann, das kann ja auch mal passieren, dann ist der Orbit niedrig genug, dass sie innerhalb von wenigen Jahren auch entsprechend wieder auf der Erde verglühen in der Atmosphäre. Ne? Starlink-Service momentan möglich in Deutschland, in einigen Gegenden, in München, um Düsseldorf herum, in Bremen. Es ist ideal für die ländlichen Gegenden. Wir wollen also nicht die Städte versorgen. Wir haben eine bestimmte Bandbreite, die der Satellit erfüllen kann. Und wir wollen eigentlich Menschen helfen, die momentan schlecht das Internet haben. Und das sind also auch nicht die Städte, normalerweise jedenfalls, sondern die ländlichen Gebiete. Deutschland hat also aufgrund der Lage bessere Verbindung zu Starlink, als ich hier habe, von Los Angeles aus. Unten links ist eines der ersten Starlink-Schüsseln. Ist keine richtige Schüssel, es ist mehr eine flache Antenne, aber man kann so sehen, das ist eine typisch deutsche Kleinstadt. Wie gesagt, eines der ersten Schüsseln und funktioniert auch prima. Nächste Slide. Starship ist unsere neueste Entwicklung. Das Starship ist sowohl die erste als auch die zweite Stufe wiederverwendbar sind. Und die zweite Stufe wieder zu verwenden, ist schwierig, ist sozusagen der Holy Grail von der Raumfahrt. Starship ist auch sehr groß und deswegen kann es auch nicht transportiert werden oder zumindest nicht mit den herkömmlichen Straßentransportern, die wir bisher benutzt haben, und wird deswegen am Startplatz direkt in South Texas, in Boca Chica oder Brownsville oder auch Stargate, wie es jetzt heißt, Starbase, glaube ich, gebaut. Starship hat eine neue Generation von Methan-LOX-Motoren, nicht mehr Kerosin, sondern Methan. Der Grund ist hauptsächlich, dass man Methan auf den Mars herstellen kann. Und das war natürlich wichtig, dass man eine Rakete hat, die nicht nur zum Mars hinfliegt, sondern auch entsprechend vom Mars aus wieder zurückfliegt. In-Orbit Refueling müsste das eigentlich heißen. Das ist, wenn man also im Orbit die Rakete nachfüllt. Das ist eines der Hauptelemente oder auch der Tricks sozusagen, wie man von der Erde zu Mars kommt und sehr kritisch, dass man das beherrscht. Die Oberstufe Wiederverwendbarkeit offensichtlich auch kritisch. Und die Wiederverwendbarkeit der Oberstufe erfordert, dass man sozusagen auf dem Triebwerk landet, ein bisschen wie die erste Stufe von Falcon 9 auch. Aber der Wiedereintritt selber ist sozusagen auf der breiten Fläche. Ja? Und dann, das bedeutet, dass man die Rakete irgendwann umdrehen muss, ein sogenanntes Flip-Manöver, um dann eben entsprechend zu landen. Und das ist das, was wir momentan in Texas üben, was einige Male nicht ganz richtig geklappt hat bisher. Aber einmal waren wir in der Lage, bisher zu landen. Der
Texas ist dazu, hat alle Möglichkeiten, um hohe Produktionsrate zu haben, dass man das also iterativ entsprechend verbessern kann. Das ist die Methode, wie wir glauben, dass man am schnellsten die Entwicklung vorantreiben kann. Viel Hardware, viel Test. Und wenn es mal schief geht, ist es eigentlich ganz so schlimm, dann lernt man nur dabei. Nächste. Alter. Gut, jetzt geht es so ein bisschen um meine persönlichen, was ich halt glaube, was ich gelernt habe. Eine Sache ist eben auch ganz so ein bisschen, wenn man zurücktritt, dann ist als die Launcher-Entwicklung ist sehr teuer, riskant und entsprechend langfristig. Und das hat eben auch mit dazu gefügt, dass also zumindest bei den privaten Firmen, dass es mehr fehlgeschlagene, erfolgreiche Launcher-Firmen gibt. Zumindest hier in den USA gibt es einige Firmen, die sind daran fehlgeschlagen und sehr wenige, die dabei erfolgreich waren. Das sagt so auch ein bisschen was dazu, wie riskant eigentlich so eine Entwicklung ist. Die Zeitpläne sind so gut wie nie richtig. Und ich sage auch immer, wenn die dann immer richtig sind, dann würde man kein Funding dafür kriegen, weil das würde entsprechend lange sein, dass die Investoren sagen, das dauert dann zu lange. Da gibt es andere Sachen, die mehr Geld bringen. Ja. Selbst wenn man Funding hat, also selbst wenn man das Geld hat, ist das noch keine Garantie, dass man Erfolg hat oder dass das stimmt. Also selbst magischerweise Geld da wäre, was man braucht, sei es immer noch nicht richtig ist. Da ist nach wie vor noch solides und auch solides Testpläne sind gefragt, damit man das auch entsprechend hinkriegt. So ein bisschen so, was also die Raketenentwicklung besonders hervorhebt. Eine dieser Sachen, die wir, glaube ich, richtig gemacht haben, ist, dass wir relativ schnell entscheiden und sind einige der Entscheidungen später nochmal verbessert werden müssen, habe ich festgestellt, das war immer besser, eine schnelle Entscheidung zu machen und dann zumindest den Weg entlang zu gehen. Und selbst wenn man das korrigiert hat, am Ende war es, glaube ich, besser, als wenn man großartig dann analysiert hätte und sich den Kopf zerbrochen hätte über viele Sachen, die man sowieso gar nicht so genau analysieren kann. Ja? Also ich sage das so ein bisschen salopp hier, aber da ist durchaus ein bisschen Wahrheit dahinter, dass man nicht in zu sehr in Analyse gehen sollte, um die Entscheidung zu machen. Dann, es gibt in der Raum, das nennt sich Qualifikation. Das ist im Prinzip das, wo man durchziehen, man sagt, das kann. Das ist am Anfang ein Luxus in meinen Augen. Eine formale Qualifikation hängt davon ab, dass man die Bedingungen, oftmals sind die Bedingungen nicht so gut bekannt. Und deswegen ist, wenn man das sozusagen iterativ macht, ja, sozusagen eine Schätzung und dann später verbessert man das und danach qualifiziert man die Hardware. Das ist eigentlich der bessere Ansatz. Nächster Slide. Genau, das geht also zu dem Punkt auf Testing. Funktionalisten ist auf jeden Fall super wichtig, davon auszugehen, dass das alles funktioniert, nur weil es ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, mal so salopp, ist alles nur Software, das muss alles getestet werden, das muss alles sehr sorgfältig getestet werden, das muss mit Stresstests auch versehen werden. Es gibt mittlerweile Technologien, die sehr erfolgreich sind, also HALT und HAS Tests sind sehr gute Testprozeduren, die in der Raumfahrt bisher nicht verwendet wurden, aber wo ich auch sehr viel Potenzial drin sehe. Und dann last but not least, was ich immer sehr, sehr gefördert habe, ist Hardware-in-the-Loop-Testing. Das ist sozusagen, da verbindet man den Simulator so an die Rakete, dass die Rakete denkt, sie ist, wo sie sein muss, also entweder auf Startplatz oder halt im Orbit. Und damit kann man halt auch entsprechend Software und auch Hardware gut testen. Automation ist wichtig. Es gibt von vornherein zum Beispiel, die Startplatte ist im Prinzip eine Maschine, die startet
Und man sollte es von vornherein so aufbauen, dass es eine Automation haben wird, auch wenn am Anfang die Automation nicht ganz perfekt ist. Aber das hilft im Prinzip, den Ablauf konsistent zu halten, und es erlaubt auch den Operatoren ein bisschen die situational Awareness. Ich habe keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt, aber halt entsprechend Überblick zu behalten und dafür zu sorgen, dass der Raketenstart auch richtig funktioniert. Und dann auch Übung macht den Meister. Je mehr man was macht, ob das jetzt ein Raketenstart ist oder eine Raketenlandung oder bei Flugzeugen halt auch entsprechend die Operation, alles wird besser dadurch, dass man halt das oft macht, ja. Und die beiden Firmen, die mir dabei so auf den Kopf eingefallen sind, auch die das in einem Bereich machen, der also gar nichts mit der Raumfahrt zu tun hat, sind Lego und IKEA, nicht? Das sind Firmen, die verkaufen eine Unmenge an gleichen Sachen und sind unglaublich gut geworden in daran, was sie da heute machen. Und die Raumfahrt und auch die Luftfahrt, die Raumfahrt vorwiegend, muss halt entsprechend auch diesen Weg gehen und auch entsprechend dabei lernen. Nächste. Mit dem Orbit oder mit einem erfolgreichen Start fängt die Lernkurve eigentlich erst an. Das ist, was wir auch festgestellt haben. Am Anfang ist die Schwelle zum Orbit zu kommen, ist relativ hoch. Ja? Aber es ist danach nicht vorbei. Man muss danach immer noch lernen. Selbst nach 110 Starts lernen immer noch was. Wir sehen immer noch, wo man kleine Sachen verbessern muss. Es sind nicht mehr die großen Sachen, die am Anfang entscheidend waren, aber es sind nach wie vor noch Sachen, die man verbessern kann und die Zuverlässigkeit vor allen Dingen auch noch verbessern kann. Wiederverwendbarkeit war dabei auch sehr wertvoll, was ich auch vorhin schon gesagt hatte, weil Zuverlässigkeit, die Wiederverwendbarkeit erlaubt einem zum Beispiel auch, Videokameras zu fliegen, die einfach nur aufzeichnen, und dann guckt man sich halt entsprechend an, ob alles auch so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat. Und ist es so, manchmal ist es nicht so. Die Sachen, die schiefgehen bei Raketenstarts, die anfänglichen, das Sachen, die man oft mal Design verursacht hat, wo also Sachen designt wurden oder nicht ganz optimal designt wurden. Wenn man dann zu mehr und mehr Starts übergeht, dann sieht man so langsam, kristallisiert sich dann heraus, welche Teile gute Qualität haben und auch eben Workmanship, also die Ausführung, verbessert werden muss. Und das ist eben unglaublich wichtig, dass man solche Sachen dann auch entsprechend Feedback halt macht, um dann auch so gut zu werden. Wie zum Beispiel, ein Beispiel ist halt auch die Luftfahrt, ist so sicher und so gut geworden, dass der Grund dahinter ist, vor allen Dingen auch, dass man halt die Daten von den vielen Flügen auswerten konnte und entsprechend auch verbessern konnte. Nächster Slide. Ja, mehr so generell, so an der Firmenkultur, was ich finde, was wichtig ist, hoffentlich das beste Team, ist, glaube ich, leichter gesagt als getan. Aber eine Sache, die mir auffiel, ist, dass oftmals der Fokus an Erfahrung liegt und nicht unbedingt auf Talent. Und wir haben also bei SpaceX oftmals Leute geheuert, die nicht die Erfahrung haben, aber die das Talent haben, und haben sie dann mit Leuten zusammengetan, ganz aktiv, auch die Erfahrung haben. Und dann entsprechend dafür gesorgt, dass das Ganze auch entsprechend wir also im Haus sozusagen auch lernen. Ja, also wir haben sehr viele junge Menschen direkt aus der Universität geheuert. Das Unternehmen ist sehr jung, hat auch unglaublich viel Talent. Und zum Beispiel eines meiner Jobs am Anfang war halt entsprechend auch meine Erfahrung dann weiterzureichen und sicherzustellen, dass ich auch entsprechend sozusagen als Lehrer dann arbeite. Ne?
Zweiter Punkt, alles selber machen. Gut, ist wahrscheinlich ein bisschen nicht sehr, sehr intuitiv, vor allen Dingen für den deutschen Mittelstand, der also sehr viel auch aus anderen Firmen entsprechend zusammenkauft, ja. Die sogenannten System-Integrators, da ist sehr viel Abhängigkeiten von anderen Firmen und andere Firmen sind oftmals nicht ganz damit aligned, was man selber vorhat. Da gibt es dann Verschiebungen in den Zeitplänen und oftmals auch nicht gerade die Qualität, die man haben will. Und unser Schluss war also immer, dass man Sachen selber machen muss, wenn man es halt auch haben will, wie man es haben will. Die letzten beiden Punkte sind Kommunikation, offene Kommunikation, so optimal wie möglich. Eine Kultur, die den Feedback auch entsprechend stützt, also nicht, dass jeder alles wegsteckt und in seinem Schreibtisch versteckt, sondern dass man auch entsprechend die Erfahrung auch weitergibt und wieder an die jüngere Generation weitergibt, ist ein wichtiger Punkt. Und dann ganz zum Schluss mit den schweren Sachen starten, anfangen und nicht mit den einfachen Sachen. Das ist eigentlich auch so ein bisschen Common Sense für mich. Wenn man sich privat auch irgendwas vornimmt, dann muss man mit den Long Poles sozusagen anfangen. Also in dem Falle, im Falle der Raumfahrt sind das oftmals die Motoren und die Engines, die also am längsten brauchen. Damit muss man direkt anfangen. Wir hatten damals als SpaceX anfing, innerhalb von einem Monat hatten wir einen sogenannten Gasgenerator. Das ist ein kleines Raketentriebwerk und haben also die ersten Testversuche damit gemacht. Das war also schon die richtige Entscheidung. Das war das, was am längsten gedauert hat. Und damit als erstes anzufangen, ist, was man machen muss, um entsprechend die Sachen zusammen zu komprimieren in der Entwicklungszeit. Ich glaube, das ist mein letzter Slide. Ich glaube, damit sind die Fragen auch eröffnet. Ja, vielen Dank für diese Gelegenheit. Wie gesagt, ich weiß das sehr zu schätzen. Hans, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Der Flug von der kleinen Rakete bis eben zu Starship und dann vor allem auch ganz spannend deine persönliche Ansicht, der Herangehensweise, wie du es siehst, nicht diese Mischung. Und es zeigt sich dort schon, zumindest aus meiner Sicht, wie ich die deutsche, europäische Raumfahrtindustrie sehe, aber ich glaube auch die klassischen großen US-Konzerne, wo eben der Prozess doch deutlich anders ist. Nicht diese Balance aus Engineering, Wissen, Know-how, Simulation, aber dann das Probieren, das Hands-on, das praktische Machen, das Ausprobieren, das ist eben in Europa noch weitgehend, ich sage sogar etwas verpönt, nicht weil selbst der erste Versuch müsste erfolgreich und muss erfolgreich sein, SpaceX eben mit der Falcon 1 begonnen hat und auch den Mut nach 3 Fehlstarts nicht verloren hat, wäre wahrscheinlich in Europa schon die Stecker nach dem spätestens 2. Fehlstart gezogen worden. Und das zeigt doch, dass diese veränderte Herangehensweise zu einem Riesenerfolg führen kann. Ja. Ja, aber ich glaube, wir haben viele Fragen auch in der Zwischenzeit bekommen und hier sind einige zu sehen, die wurden zusammengefasst und vielleicht kannst du zu einigen der Punkten hier mal Stellung nehmen. Soll ich vorlesen? Nee, ich kann sie ja auch selber sehen, zusammenfassen. Und unsere Zuhörer können sie ja auch lesen. Also insofern brauchen wir die Fragen eigentlich nicht wiederholen. Gut, dann die Frage für den Herrn Schmidt. ITAR, Internal Traffic in Arms Regulation, glaube ich, heißt das genau. Das ist im Prinzip die Bestimmung, die es schwierig macht, oder so gut wie unmöglich macht, dass man bei SpaceX arbeiten kann als Europäer. Leider sehe ich da nicht viel Änderung. Ist möglich, dass unter Biden das ein bisschen abgeschwächt wird oder sich verändert.
Ich würde es hoffen. Ich glaube nicht, dass ITER, ITER hat im Prinzip die Wanderung zwischen den beiden Kontinenten sehr schwierig gemacht, auch für mich offensichtlich. Die einzige Empfehlung, die ich habe, ist sozusagen, es mit anderen Industrien zu versuchen und dann sozusagen von da aus sich weiterzuarbeiten. Ich habe also auch mittlerweile, ich habe dann Green Card und die amerikanische Staatsbürgerschaft auch bekommen. Ich kann die zweite Herr Frage Dormann, nicht... Herr Dormann, da ist, können Sie mal... Ja, gut. So, ja. Genau. Wie hoch ist das durchschnittliche Alter der Mitarbeiter im Entwicklungsbereich? Ich würde mal sagen 30. Vielleicht ist es mittlerweile höher gegangen, aber wir hatten es einmal vor 2-3 Jahren, weiß ich noch, dass wir um die 30 Jahre alt waren im Schnitt. Und selbst wenn wir die gleichen Leute behalten hätten, dann wären wir jetzt 33 Jahre. Also frühe 30, würde ich sagen, ist das durchschnittliche Alter nach meiner Schätzung. Die meisten Mitarbeiter sind fest angestellt, wobei man dazu auch sagen muss, dass Festanstellungen in den USA nicht besonders viel heißt. Die Zeiten, die Kündigungsfristen sind kürzer, die sind in der Regel 2 Wochen. Die Mobilität ist auf der anderen Seite auch sehr höher. Ich habe das am Anfang als ein Nachteil gesehen, dass die Kündigungsfristen nur 2 Wochen waren. Mittlerweile sehe ich das als Vorteil. Fremdfirmen haben wir eigentlich so gut wie nicht. Wir haben sehr wenige, auch selbst unsere Security machen wir selber. In wenigen Fällen haben wir Fremdfirmen, vor allen Dingen in den technischen Gebieten so gut wie gar nichts. Elon Musk sehr viel arbeitet, ja. Yep. Elon Musk hat mich immer geschlagen, wenn es darum ging, viel zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich arbeite viel. Ich habe durchaus die Wochenenden durchgearbeitet, grundsätzlich über 50, 55, 60 Stunden gearbeitet. Ich muss sagen, ich habe es geschafft, das zu balancieren, weil zumindest das ist das, was ich von meiner Familie gehört habe. Solange ich dabei happy bin, ist die Zeit, wo ich zu Hause bin, auch happy. Und das hat natürlich auch einen positiven Feedback. Am Anfang, würde ich sagen, war es ein bisschen viel. Nach ein paar Jahren oder nachdem wir dann im Orbit waren, hat sich das auf ein Level begeben, der also vereinbar war mit Familie und Freizeit. Freizeit, gut, das bleibt halt dann ein bisschen dabei zurück, aber Familie hat zumindest ihren Teil bekommen, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Müssten, sage ich, meine Frau fragen. Okay, werden wir bei nächster Gelegenheit machen. Genau. Ja, also ich würde sagen, Basisphysik gut verstehen, nicht unbedingt zu spezialisieren und einfach neugierig zu bleiben, selber Projekte arbeiten, Raketen bauen, alles Mögliche, was normalerweise so als so ein bisschen unmöglich angesehen wird, das ist das, was man machen muss. Die wichtigsten Firmenziele von SpaceX. Also ganz klar Mars. Die Menschheit, es möglich zu machen, dass die Menschheit auf dem Mars siedeln kann, ist das wichtigste Firmenziel. Und alles andere wird davon abgeleitet. Da gibt es also nicht eine lange Liste, das ist das Firmenziel. So, ich glaube, ich hatte die erste Frage übersehen und die anderen Frage habe ich schon gemacht. Ja, ja. Mhm. Von den mittelfristigen Zielen von die mittelfristigen Ziele sind sozusagen die Hardware und auch Software und also die gesamten Systeme sozusagen zu testen auf dem Weg zum Mond und zum Mars und entsprechend auch dann zu verbessern, dass es also sicher genug ist für die bemannte Raumfahrt. Von Professor Lämmerzahl, wie wichtig ist es, Fehler machen zu dürfen? Sehr. Tatsächlich
ist auch meine persönliche Geschichte. Also BremSat war ja damals ein Erfolg, nicht? Und wir hatten Sachen, die gehen ganz richtig. Da mussten wir so ein bisschen dran arbeiten, auch im Orbit noch, ja. Aber BremSat war im Prinzip ein Erfolg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eines der Probleme, die das verursacht hat für mich, war, dass ich dachte, alles ist so einfach. Dass ich also nicht diese Möglichkeit hatte, mit einem Fehlschlag zu lernen, war ich also, musste ich das also dann mit Falcon 1 machen. Und wenn man die Möglichkeit hat, das sozusagen zu machen, dass es einem nicht sehr schadet, ist es effizienter. Ja, also eine Möglichkeit sozusagen, ein Projekt zu haben, wo man was schiefgehen darf oder auch, dann ist das zumindest für die Ingenieure, die daran arbeiten, sehr, sehr wichtig. Und es gibt in den USA, mit Sicherheit auch in Europa, Programme, wo das also darauf ausgelegt wird, für das Robotic First. Ja. Da sind es nicht die Sachen falsch, die Sachen, dass das schief ist. Aber die Tatsache ist, da geht viel schief, da gehen die Kinder lernen, also das ist größtenteils für Highschool und für auch College. Da geht viel dran schief und die Kinder lernen halt auch entsprechend, dass das schief gehen kann und was man alles machen muss, um erfolgreich zu sein. Es ist sehr lehrreich. Also auch, wie gesagt, der Spruch von Bill Gates ist, Success is a lousy teacher. Ja. Und daran glaube ich mittlerweile eben auch. Mit Elon Musk hat SpaceX einen Physiker an der Spitze des Unternehmens, während das restliche technische Personal wahrscheinlich von Ingenieuren dominiert werden. Ehrlich gesagt, die Rolle zwischen Physikern und Ingenieuren ist nicht, da ist keine so große Trennung. Und Elon ist zwar Physiker, aber er ist auch, ich glaube, er hat zwei Ausbildungen gemacht. Er hat auch ein MBA gemacht, glaube ich, wenn ich nicht täusche. Oder abgebrochen, hat auch ein PhD mit Stanford angefangen und dann nicht zu Ende gemacht. Ich würde sagen, Elon ist zwischen der Physik, der reinen Physik und dem Ingenieurswesen, wie man das aus Deutschland kennt. Und ich glaube tatsächlich auch, die meisten Leute, die bei SpaceX arbeiten, sind so ein bisschen in der Mitte. Wir sind physikalisch interessierte Ingenieure. Vielleicht würde ich das so beschreiben. Da haben wir noch eine Folie, ja. Mhm. Genau, Qualitätsmanagement, Risikoanalyse, wie sind die organisiert? Wir haben im Prinzip das gemacht, was wir glauben, was am besten funktioniert. Die Risikoanalyse war am Anfang nur ein Spreadsheet, wo wir unsere, was kann möglicherweise schiefgehen, gesammelt haben und über die Zeit ist das in der Datenbank entwickelt worden, wo halt jeder halt Feedback auch geben kann. Der Hauptpunkt für sowohl die das Qualitätsmanagement und auch die Risikoanalyse, was ich sehe, anders als andere, sind halt wie offen es ist, ja, und wie jeder daran Input geben kann und wie auch entsprechend das dann in einer praktischen Weise organisiert wird, dass wir also sagen, okay, wir haben dieses Risiko, wie machen wir das besser, was können wir besser machen und dann auch entsprechend das durchführen. Also zum Beispiel die Qualitätsabteilung ist nicht nur daran, der Job ist nicht zu finden, was schlecht geht, sondern auch entsprechend die Lösung mitzubringen und Vorschläge zu machen, das verbessert, dann auch entsprechend dabei zu helfen. Ja, es ist nicht so, dass es irgendwie auf der einen Seite davon der Produktion isoliert wird. Es ist integriert in sowohl die Produktion und die Operation auch. Warum Boca Chica und nicht Cape Canaveral? Im Prinzip auch der Grund hier ist, dass wir den Startplatz für uns haben. Wir können den Zeitplan selber setzen. Wir müssen nicht auf unsere eigenen Operationen, also die neuen, Rücksicht nehmen. Oder auch eben andere Starts sozusagen, sondern wir haben diesen Startplatz für uns selber. Für die Entwicklung ist das besser und auch einfacher. Ja, wenn man der Presse folgt, ist nur die FAA sozusagen der Regulator, was abläuft da. Ja, das ist auch richtig. Nur die, genau, das ist unter FAA-Regulierung und die FAA muss entsprechend auch dafür sorgen, dass das, Public, also die Öffentlichkeit, geschützt wird. Wo gibt es die meisten Fehler, Ausfälle bei der Neuentwicklung eines Trägersystems? Bei der Software, dann brauche ich da auf jeden Fall immer Propulsion.
Software, für mich gibt es eigentlich keine, dadurch, dass man also einen Hardware-in-the-Loop-Test hat, der das testen kann, oder man sollte einen haben, der das testen kann, gibt es für mich eigentlich keine Entschuldigung, wenn man Software-Fehler hat. Und ich sage nicht, dass das nicht passieren kann. Natürlich kann man Software haben. Das mit Abstand, was halt am meisten Aufmerksamkeit braucht, ist im Prinzip die Propulsion. Was auch nicht heißt, dass nicht irgendwie auch nichts kaputt gehen kann oder andere Sachen kaputt gehen kann. Nicht? Man muss da schon aufpassen, dass man sich nicht auf irgendwie ein System fokussiert und dabei die anderen Sachen fallen lässt. Nicht? Was sind die Vor- und Nachteile einer Landung an der Plattform im Meer im Vergleich zu einer Landung am Land? Der Vor- und Nachteil oder der Vorteil auf dem Droneship zu landen ist natürlich, dass man weniger Treibstoff dafür braucht. Ist relativ wenig Energie und damit ist auch die Penalty für die Payload sozusagen relativ gering. Und dann der Nachteil ist entsprechend, dass man jetzt die Rakete tatsächlich einer der Nachteile von den Droneships ist, dass man vernünftiges Wetter haben muss, sowohl den Startplatz als auch den Landeplatz. Und dadurch, dass die beiden halt hunderte von Kilometern auseinander sind, ist das gar nicht mal so einfach. Also im letzten Jahr hatten wir öfter mal den Fall, dass wir nicht landen konnten, weil ein Sturm im Atlantik dann es schwierig macht, da zu landen. Da sind ein Haufen Sachen, die da reingehen. Da könnte ich, glaube ich, eine Stunde drüber reden, über diese besondere Frage. Aber ich will mal hier weitermachen, um noch mehr Fragen. Ja, aber vielleicht gibt es noch über die in die Tiefe der Technik gehende hinaus Fragen. Herr Durmann, ja. Haben Sie noch, dass wir vielleicht noch jetzt keine Weiterbildung im Raketenbau hier noch machen? Ich kann die letzte Frage davon will ich noch beantworten, weil die hat auch einen wichtigen Punkt. Ich denke, die Frage geht vor allem darum, dass die Wiederverwendbarkeit nimmt ja Nutzlast weg. Nicht? Man muss das so ein bisschen sehen wie ein Flugzeug auch. Ja? Natürlich kriegt man weniger Leute in das Flugzeug, aber man kann dafür auch zweimal fliegen. Also man braucht im Prinzip modulare Nutzlasten und man muss die Nutzlast aufbrechen in bestimmte Teile, wo man einfach zweimal fliegt, was halt auch entsprechend billiger ist dann, langfristig gesehen, ja. Und nicht unbedingt alles nur darauf hinaus ingeniert, dass man jetzt die größte Nutzlast für diese Rakete hat. Die Optimierung ist im Prinzip nicht die richtige Optimierung, wenn es um die Kosten geht. Letzte Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten. Okay, also wir sind jetzt schon recht weit in der Zeit auch fortgeschritten. Ich glaube, ich würde zum Abschluss noch, weil eigentlich wollten wir ja gegen oder um 20 Uhr hier die Veranstaltung beenden. Aber Hans, vielleicht zwei Dinge. Was würdest du der Europäischen, der Deutschen, der Bremer Industrie, speziell Raumfahrtindustrie, aber auch allgemeiner, sehen so als Botschaft aus dem, was du über deine Zeit, die praktisch knapp 20 Jahre bei SpaceX gesammelt hast. Und den zweiten Teil, weil wir haben bestimmt viele junge Physiker und Interessierte an dem Thema. Was würdest du denen empfehlen, um genauso einen spannenden Job in der Zukunft, wie du ihn hattest, für sich selber nicht, und das vielleicht in nur zwei kurzen Sätzen. Ja, gut. Der Hauptteile ist halt entsprechend auch das Funding. Und das Funding darf nicht nur vom Staat kommen, sondern das muss auch von der privaten Industrie kommen, die entsprechend auch, oder sagen wir mal so, das Funding muss von Leuten kommen, die verstehen, dass diese Entwicklung lange dauert, dass es ein langfristiges Ziel ist und dass dabei auch Sachen schiefgehen können. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite für die für Ingenieure und Physiker und Leute, die daran arbeiten wollen, würde ich mal sagen, mehr bauen und weniger analysieren und mehr testen und sehen, wie es funktioniert. Natürlich nicht nur, würde ich mal sagen, ohne Hemmungen basteln, ja. Aber auch, man muss schon natürlich auch lernen, was dabei, ja. Also es muss schon irgendwie zurückgeführt
Man muss auch entsprechend kritisch mit dem sein, was man gebaut hat und was dabei schief ging. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch in Deutschland, die Firmen haben das in der Regel relativ gut gemacht, dass man also den Feedback aus Orbit und aus den Daten wieder zurückführt und dann entsprechend beim nächsten Mal besser wird und einen besseren Satelliten baut und die deutsche Raumfahrt dann entsprechend weiterentwickelt. Das ist also, so wie ich es aus Amerika halt eben auch entsprechend sehen kann, durchaus gut gelungen und muss auch meine Komplimente auch an die Firmen da, ob das jetzt also Airbus oder auch OHB und noch andere Firmen sind. Ich muss sagen, das ist also deutsches Engineering ist durchaus ein Qualitätswort. Wenn man das jetzt noch mischt mit der Kuriosität und dem Mut, auch mal was anderes zu machen und die alten Strukturen aufbricht und die Türen zu den Büros sozusagen wegschmeißt, dann denke ich mir, geht das schon in die richtige Richtung und kann auch wieder die Führung, die in der Industrie generell wieder übernehmen. Ne? Ich glaube, in dem letzten Teil liegt ja auch eine Botschaft an die Agenturen, nicht? Weil gerade in Europa die Raumfahrt noch sehr stark institutionelle Raumfahrt ist. Und dort ist eben jedes Quantum-Risiko ein sozusagen nicht gewünschtes Quantum. Und das, glaube ich, ist da auch ein wichtiges Element, was sich weiterentwickeln müsste. Ja, gibt es noch, Herr Dohrmann und natürlich auch Kollegen Klaus Lemmerzahl, Heiner Heseler, Tim Kortzen, gibt es von euch noch Frage, einen Kommentar? Ich fand das alles sehr, sehr spannend. Ich bin ja Physiker, eher und auch theoretischer Physiker, das ist dann so ein bisschen andere Welt, aber ich kenne ja auch die Raumfahrt-Ingenieurswelt. Ich fand das einen sehr, sehr spannenden und Horizont erweiterten Vortrag. Also ich will mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Herrn Königsmann. Ja, wenn ich kurz dazu auch sagen darf, also ich schließe mit dem an, was Klaus Lemmerzahl gesagt hat, aber das war auch für den Industrieclub, glaube ich, wieder eine hochinteressante, spannende Diskussion, auch wenn man nicht aus dem Fach der Physik kommt. Also dafür ganz herzlichen Dank. Ja, dann möchte ich auch vielleicht noch einen kurzen Kommentar. Irgendwie ist die Internetqualität, die war heute nicht ganz so, wie wir es uns gewünscht hatten. Da möchte ich also allen Teilnehmern, wir hatten ungefähr 350, 360 zu Spitzenzeiten gehabt, aber ich glaube, das Wesentliche haben wir verstanden, die Botschaft ist angekommen und auch der Hans, herzlichen Dank von meiner Seite. Mich freut es, dass du mehr Zeit für dich persönlich hast. Ich habe das vor 2 Jahren angefangen. Ich kann dir nur sagen, es tut gut, obwohl meine Frau immer meint, ich arbeite genauso viel, nur halt ein bisschen anders. Ich sitze nicht im Büro die ganze Zeit. Das fürchte ich jetzt auch, ja. wie gesagt, tut mir leid mit dem Internet und tut mir leid, dass auch von der Zeit her eines der Probleme ist, dass ich nachher noch einen Termin habe. Also deswegen kann ich auch nicht so lange machen, leider. Auf der anderen Seite freue mich über das Interesse und hoffe, dass ich irgendwann mal eine Gelegenheit habe, ein bisschen länger auf die Fragen einzugehen oder auch entsprechend mehr solche Sachen zu machen. Ja. Genau, also da sind wir ganz einfallsreich und ein paar Ideen habe ich schon. Weil wir sind ja eh etwas über die Zeit, möchte ich mich bei allen Teilnehmern bedanken. Aber besonderer Dank gilt dir, Hans, für diesen tollen Vortrag, spannenden Vortrag. Und es hat in vielem neues Licht auf die Raumfahrt gebracht. Alles Gute dir nach Kalifornien. Danke. Einen schönen Tag. Ja, schönen Abend noch für jeden. Ja. Danke. Danke. Ja.